Guck mal, es ist so schön warm hier, dass sogar Wespen wiederkommen. Ja. Da ist sie. Herzlich willkommen bei In die Ferne. Es wird Herbst, bald ist Winter, es wird langsam kalt. Ich habe in diesem Minicamper keine Standheizung verbaut, aber für mich heißt das trotzdem nicht, dass die Saison zu Ende ist. Im Winter geht es auch für mich hier mit dem Camper weiter. Und deswegen habe ich natürlich getestet, welche alternativen Heizmöglichkeiten es fernab von Standheizungen gibt. In diesem Video erfahrt ihr, warum ich mich gegen eine Standheizung im Minicamper entschieden habe, welche alternativen Heizmöglichkeiten für den Camper man getrost vergessen kann, welche ich getestet habe und wie die funktioniert haben. Für die Leute, die sich jetzt nicht in der Findungsphase bezüglich der Standheizungsfrage befinden, den kann ich empfehlen, guck mal unten in die Infobox, dann könnt ihr den Teil skippen, wo es über die Vor- und Nachteile von Standheizungen geht und warum ich mich für den Minicamper dagegen entschieden habe. Dann kommt ihr direkt zum Test. Bevor ich mich gegen eine Standheizung für den Combo entschieden habe, habe ich mir natürlich erstmal angeguckt, welche Optionen gibt es überhaupt für mich und was sind so die Voraussetzungen, die ich mitbringe, welche Bedingungen habe ich dafür. Das würde ich euch auch raten, wenn ihr euch die Frage stellt, braucht ihr eine Standheizung oder nicht, erstmal gucken, was sind eure Bedingungen. Dazu gehört sowas wie, erstens, habt ihr Strom zur Verfügung? Wenn ja, wie viel? Zweitens, wollt ihr nur euch selbst warm halten oder auch einen Wagen? Und wenn ja, auch einen Wagen, was ist das Raumvolumen, das ihr warm halten wollt? Punkt 3, was ist eure persönliche Komfortzone? Bis zu welcher Temperatur kommt ihr komplett ohne Heizung aus? Punkt 4, an wie vielen Tagen im Jahr, wo es so kalt ist, dass ihr nicht ohne Heizung auskommen würdet, an wie vielen dieser Tage nutzt ihr den Camper überhaupt? Wenn ihr wisst, wie viele Tage das sind, wisst ihr auch, welche Heizlösungen für euch notwendig sind oder überhaupt in Frage kommen. Bei mir sieht es folgendermaßen aus. Also ich nutze das Teil halt, wie gesagt, auch im Herbst und Winter. Ich will auch an kalten Tagen reisen. Das sind aber meistens nur ein paar Tage oder maximal ein paar Wochen. Ich wohne ja nicht in dem Ding und von daher habe ich schon wieder einen Anschluss verpasst. Ich wohne aber nicht in dem Teil. Das heißt, ich nutze ihn maximal ein paar Tage oder manchmal auch mehrere Wochen. Ich finde es persönlich bis 8 Grad draußen aushaltbar, ohne irgendeine zusätzliche Heizmöglichkeit. Das heißt nur mit Schlafsack, warmen Klamotten, ja, und ab und zu mal einen Tee kochen oder so. Ich habe in diesem Wagen keine komplette Elektrik verlegt. Das heißt, ich nutze ein Solarpack oder wie manche Leute es kennen, eine Powerbank. Und zwar mit 400 Wattstunden. Und das ist halt die Strommenge, die Kapazität, die mir vorgegeben ist, um darüber gegebenenfalls elektrische Heizmöglichkeiten zu betreiben. Ich stehe so gut wie ausschließlich frei. Das heißt, ich habe keinen regelmäßigen Zugang zu Landstrom auf Stellplätzen oder Campingplätzen. Von daher fällt dieser extra Strom schon mal weg und damit alle Heizlüfter, die über Elektrik oder sonst wie betrieben werden, die hohe Wattstundenverbrauch haben und so weiter, ist raus. Und ansonsten, der Wagen ist klein, das ist ein Vorteil, aber er bewegt sich auch viel. Das heißt, es gibt ein paar Heizmöglichkeiten, da sollte sich das Ding, der Raum, der geheizt wird, nicht so viel bewegen. Und deswegen fliegen die bei mir schon mal raus. 4 Heizmethoden habe ich alleine durch Recherche im Vorfeld, weil ich mir meine Bedingungen und Möglichkeiten angeguckt habe, schon komplett aussortiert. Punkt 1, Standheizung. Standheizungen fangen bei 2 kW Leistung an. Das ist ein bisschen übertrieben für so einen kleinen Raum wie den Combo. Und deswegen habe ich das direkt aussortiert. Nachteil 1, ich habe einen Benziner, keinen Diesel. Das heißt, die meisten Standheizungen fliegen da schon mal raus. Die meisten sind für Diesel. Es gibt auch welche für Benziner, aber die Auswahl ist halt eingeschränkt. Und vor allem die kW-Zahl wäre dann eingeschränkt. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, die meisten oder eigentlich alle fangen bei 2 kW an und das ist schon für so einen Raum wie diesen übertrieben. Denn ja, auch wenn ihr einen Temperaturregler dabei habt und meinetwegen ihr stellt es auf 20 Grad, bei diesem kleinen Raum ist es schwer möglich, den dann auch wirklich auf diese 20 Grad zu kriegen. Es wird tendenziell heißer und ihr müsst trotzdem dann die Fenster aufreißen, weil ihr hier drin bei 30 Grad im Winter natürlich auch nicht so richtig das angenehme Gefühl habt. Der nächste Punkt sind die Kosten für eine Standheizung. Itself für das Kit und für den Einbau im Verhältnis zu dem Wert meines Fahrzeugs. Mein Wagen hat 2500 Euro gekostet, der Ausbau 1700. Die billigste Standheizung, die es gibt, allerdings ohne E-Nummer und Zulassung, sind diese China-Standheizungen, die gibt es so ungefähr ab 150 Euro. Aber wenn man was nehmen will, was auch wirklich zugelassen ist, wo man keine Sicherheitsbedenken oder sagen wir mal Rechtsbedenken haben müsste, dann fängt das so ab 350, 450 Euro an und da ist der Einbau noch nicht eingerechnet. Es gibt eine einzige Standheizung, soweit ich weiß, ihr könnt mich gerne korrigieren, schreibt es mir in die Kommentare, von LF Bros, die
so eine China-Standheizung ist, die aber mit E-Nummer kommt, das heißt zugelassen wäre. Die kostet, glaube ich, um die 400 Euro oder so. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten in der Infobox. Für diejenigen, die jetzt einen größeren Wagen haben und sagen, ja, ich will mir auf jeden Fall eine Standheizung einbauen. Es gibt eine günstige mit E-Zulassung, mit E-Nummer. Wenn ich mir das Ganze jetzt angucke im Verhältnis zu den Tagen, wo ich so eine Heizung bräuchte, steht irgendwie der Punkt der Kosten in keinem wirklich guten Verhältnis. Und ich müsste hier für den Wagen einen großen Aufriss machen. Man muss durch die Karosserie bohren, wenn man eine Abgasleitung nach draußen legen will, wenn man die Frischgaszuleitung haben will. Es gibt alternative Möglichkeiten, wo man so Standheizungen in Aluboxen verbaut. Die kann man dann zum Beispiel unter Flur anbringen, muss man trotzdem durchs Fahrzeug. Oder auf dem Dach, dann gäbe es theoretisch die Möglichkeit, dass man mit so einem, ja, mit so einem Zusatzstück zwischen Karosserie und Fenster da ein Rohr durchlegt. Allerdings, wenn du Stealth campen willst und nicht erkannt werden willst beim Freistehen, ist es natürlich schlecht, wenn du dann so eine riesige Alubox mit so einer vibrierenden Standheizung auf dem Dach hast. Dann habe ich überlegt, ob ich mir nicht das so lösen könnte. Ich fahre ja die ganze Zeit im Sommer auf dem Beifahrersitz meinen Kühlschrank spazieren. Im Winter brauche ich nicht so einen großen Kühlschrank, dann nehme ich wieder hier meine kleine Box. Dann wäre der Beifahrersitz frei für eine Alubox, Standheizung in Alubox. Allerdings ist das nicht zugelassen. Man darf in Deutschland eine Standheizung nicht, also komplett geschlossen im Innenraum betreiben. Es muss außerhalb des Fahrzeugs sein, also zumindest diese Abgasleitung, Frisch- und Abgasdinger, weil die Gefahr einfach zu groß ist, wenn der Teile hier im Auto steht und die Abgase rausgehen, selbst wenn man sie mit einem Schlauch ausleiten würde übers Fenster oder so. Stealth Camping ist dann auch schon wieder fragwürdig, aber es ist auch einfach nicht zugelassen. Punkt 2, die vielfach auf Pinterest angepriesenen Teelichtöfen, die sind komplett ineffizient, rein physikalisch ergibt es gar keinen Sinn, das mit den Teelichtern. Ja, ich weiß, das subjektive Wärmeempfinden, wenn man zu Hause eine Kerze aufstellt, verändert sich dann auch ein bisschen und so. Aber man hat da zusätzlich noch eine offene Flamme, man hat die Ausdünstung von dem Wachs, das da verbrannt wird, und man hat flüssiges Wachs. Das heißt, wenn ich danach irgendwie hantiere oder so, habe ich ständig diese kleinen blöden Teelichter an diesem Tontopf und ja, unnötig kompliziert. Nummer 3. Kaminöfen sehen ziemlich geil aus, hätte ich richtig Bock drauf, aber sind aus bestimmten Gründen auch rausgeflogen. Erstens, sie verbrauchen von allen Heizmöglichkeiten am allermeisten Platz. Richtig blöd bei so einem kleinen Minicamper. Das heißt, ihr bräuchtet einen Abstand zur Wand. Hinten braucht ihr noch so ein Hitzeschutzblech und so weiter. Dann habt ihr natürlich noch das Rohr, das ihr verlegen müsst. Ihr müsst auch durch die Karosserie schneiden und so. Unabhängig davon fackeln wir da einfach Holz ab, ne? Also dann musst du das nicht nur, brauchst du nicht nur den Platz für den Kaminofen, sondern auch noch, musst du immer dein Holz dabei haben. Dann hast du wahrscheinlich noch Ruß, und über die Umweltfreundlichkeit können wir dann auch noch mal streiten. Punkt 4, Petroleumheizung. Die werden meistens im Bootsbereich benutzt, aber ich kenne keine Petroleumheizung, die wirklich für geschlossene Innenräume zulässig ist. Also wenn, dann müssen sie sehr, sehr gut gelüftet sein. Und die haben einen Vorteil, die halten sehr lange, so eine Tankfüllung, da passen so 5 Liter oder so rein. In so einen, ich habe mir mal ein paar gängige Modelle angeguckt, die halten 17 Stunden, ist natürlich cool. Allerdings habt ihr dann auch flüssiges Petroleum. Dann ist außen immer so eine Glasglocke angebracht. Wenn das Ding umfällt, habt ihr dann die Scherben im Bus liegen. Dann habt ihr das flüssige Petroleum, wenn das Teil umkippt. Also da überwiegen für mich auf jeden Fall die Nachteile im Vergleich zu den Vorteilen. Und bei der Verbrennung von Petroleum können außerdem gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände entstehen. Für die Leute, die trotzdem überlegen, ob eine Petroleumheizung was für sie sein könnte, ein paar Punkte, auf die ihr achten könnt. Man kriegt die Teile so ungefähr ab 45 Euro. Ein Ding, auf das ihr achten müsst, ist die Flamme, die da brennt mit so einem Docht aus dem Petroleum. Die gibt nach oben relativ starke Hitze ab. Da, ne, ist ein bisschen, wenn da so ein enger Raum ist wie hier, muss man gucken, wenn es halt so eine fokussierte Flamme ist, wie man es handhabt. Und das Letzte ist, Petroleum kann sehr stark riechen. Es kommt auf die Sorte an, die man verwendet, aber die große Entwicklung kann wirklich extrem sein. Herzlich willkommen an die Leute, die jetzt den Teil mit der Standheizung geskippt haben. Schön, dass ihr jetzt auch wieder mit dabei seid. Hier geht es jetzt los mit den Testergebnissen zu den alternativen Heizmöglichkeiten. Was ist das denn, unser Stein? Aha, wird heiß oben. Also der Griff ist ja auf jeden Fall nicht so heiß geworden, aber man muss bestimmt mit den Metallbändern. Ne, die sind auch. Hier oben sind kalt. Krass. Und hier? Die Wärme ist richtig krass. Also die strahlt ordentlich ab. Also es hat jetzt lange da auf dem Kocher gestanden, aber die Wärme, die davon abgeht, ist echt angenehm. Punkt 1. Wie halte ich mich warm? Captain Obvious, Kleidung.
Also ihr könnt natürlich einfach einen dicken Pulli, einen schönen dicken Wollpulli drunter ziehen. Dann dicke Socken, Wollsocken. Geht aber auch mit so Kunstfaser, Mikrofaser-Dinger, so Hausschuhverschnitt irgendwie. Solche, die Socken halten auf jeden Fall auch mega warm. Dann zum Unterziehen gibt es so Thermokleidung mit Merino-Wolle meistens. Dann extra Schlafzeug, das für den Winter geeignet ist. Fleecejacken, auf jeden Fall mehrere Lagen und damit könnt ihr euch auf jeden Fall schon weiter behelfen. Punkt 2, Schlafsack. Das Teil ist eigentlich das Kernelement meines Heizkonzepts, kann man so sagen. Mit dem komme ich bis 8 Grad ohne Probleme hin. Ihr müsst nur, wenn ihr euch einen Schlafsack kauft, unbedingt darauf achten, welcher Komfortbereich und welches Limit und welcher Extrembereich da angegeben ist, welche Temperaturen. Dieses Ding hier geht bis zum Komfortbereich von plus 1 Grad. Und das würde ich dann auch als Referenz nehmen für die Frage, wann fühlt man sich darin noch wohl und wann funktioniert das wirklich für welche Temperaturen. Alles andere, so Limitbereich, Extrembereich, wird schon unangenehmer. Also im Extrembereich bedeutet das nur, dass ihr überlebt und nicht, dass ihr euch gut fühlt, während ihr schlaft. Also darauf achten, wenn ihr einen Schlafsack kauft. Der hier ist, wie alles andere, auch in der Infobox verlinkt. Von Fridani. Ich bin sehr damit zufrieden. Es ist einfach irgendein Billo-Teil, irgendetwas. Ich habe da nicht weiter groß drauf geachtet, außer auf den Temperaturbereich. Ist extra breit, weil Mumien-Schlafsäcke, klar, funktionieren ein bisschen besser. Aber da drin kann man zusätzlich auch noch eine Mikrofaserdecke oder so unterbringen. Das ist nämlich der nächste Punkt. Es gibt auch Leute, die schwören ja auf Schaffelle. Das kommt für mich nicht in Frage, hier mir so ein Fell von einem Tier hier reinzulegen. Aber wenn das was für euch ist, dann angeblich soll das super toll funktionieren. Ich nehme lieber eine Mikrofaserdecke, die halten nämlich auch gut warm. Und dann entweder unter den Schlafsack, in den Schlafsack oder oben drüber. Und dann komme ich damit locker über die 8 Grad Temperaturen durch. Komme ich durch die 8 Grad Temperaturen. Und dann fährt der Zug nämlich in den Flughafen rein quasi. Punkt 4, eine Wärmflasche. Ich habe jahrelang eine ganz normale, klassische, konventionelle Wärmflasche, kleine, mit mir rumgeschleppt und so. Die hat auch gut funktioniert, aber ich habe im Internet eine gefunden, die ist 80 cm lang, perfekt, um sie in den Schlafsack reinzulegen. Da passen 2,5 Liter rein. Ihr dürft die Teile natürlich nicht komplett voll machen und so, aber so, ja, in meinen Teekocher da, in meinen Wasserkocher, da passt auf jeden Fall eine Menge Wasser rein und dann eine Ladung, ich habe es getestet, kriegt man das Teil mit voll und hält auch gut warm. Punkt 5. Elektrisch. Also es gibt die Möglichkeit, dass man über 12 Volt oder USB-Anschlüsse so Heizdecken, Heizunterlagen, Wärmekissen oder eben eine Sitzheizung betreibt. Ich habe mir hier eine bestellt. Also getestet habe ich auf jeden Fall schon eine Heizdecke, auch über 12 Volt Stecker. Ist überhaupt nicht warm geworden, habe ich direkt wieder zurückgeschickt. Ich habe den Eindruck, dass die immer erst warm werden, wenn man sich da mit Gewicht irgendwie drauflegt oder setzt oder so. Vielleicht ist das der Grund, aber ist natürlich bescheuert bei einer Decke, da will man sich ja zudecken und nicht drauflegen. Dann hatte ich ein akkubetriebenes Wärmekissen. Das hat auch nicht funktioniert. Das ist einfach, nee, ist nichts. Dieses Ding hier allerdings wird richtig warm. Also ich habe die auf die Polster gelegt und angeschlossen. Man hat zwei Möglichkeiten hier, einmal high, einmal low oder off, also 3. Und dann 12 Volt Stecker ab in das Solarpack. Innerhalb weniger Sekunden, wenn man drauf liegt, wird es warm und das sogar richtig bis zu einer Temperatur, wo man sagt, jetzt wird es aber warm, jetzt muss ich das Ding aber mal ausmachen, wird sonst zu heiß. Das Problem bei den Dingern ist, die ziehen relativ viel Strom. Auf der niedrigsten Stufe sind wir hier bei 84 Watt und auf der höchsten waren wir, glaube ich, irgendwo bei 90. Das Ding hat mir, ich habe das den Abend lang so beim Netflix gucken und dann noch so ein bisschen in die Nacht hinein genutzt. Da war mein Solarpack nächsten Morgen leer. Also das ist wirklich nur was, wenn ihr kalt von draußen vom Wandern reinkommt, kurz anschließend einmal hier die Unterlage aufwärmen, auf der ihr liegt und dann lieber einen heißen Tee machen oder so. Und nicht Dauernutzung, weil Strom ist die ineffizienteste Weise, wie man heizen kann. Das waren jetzt die Möglichkeiten, um euch warm zu halten und jetzt kommen die Möglichkeiten, um das Auto warm zu halten. Fangen wir bei eurer Urgroßmutter an. Nehmen wir einen Schamottstein auf dem Gaskocher. Es gibt einige Leute, die das schon gezeigt haben, unter anderem der Kanal hier Patascha's World, glaube ich, heißen die. Die haben das mal so gemacht. Ich glaube, die benutzen das jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich wollte es auf jeden Fall einmal testen, weil es mir
ein bisschen netter erschienen, so von der Option, aber gucken wir mal. So, jetzt. Das heißt. Also, ich bin im Baumarkt gegangen, hab mir 2 Schamottsteine gekauft und so ein Metallband, Muttern und Schrauben hatte ich noch zu Hause und so ein Griff. Ich habe irgendwann mal so einen Pömpel fürs Klo gekauft und brauchte nur das obere Teil und hatte noch so ein Ding hier. Ich habe jetzt hier die andere Seite nicht angeschliffen vom Griff. Das war halt nur quick and dirty gebaut, einfach um nur zu testen, ob das scheiße ist oder nicht. Und das Ding war jetzt, ich würde mal sagen, 20 Minuten auf dem Gaskocher. Hat ein bisschen gedauert, also erst wurde natürlich nur der untere Stein heiß und so, aber jetzt mittlerweile, wir haben bestimmt schon 10 Minuten das Ding aus. Und das strahlt richtig die Wärme ab. Also ich finde es richtig angenehm. Jetzt haben wir natürlich beim Drehen die Heckklappe offen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich sitze hier drin, will ein Buch lesen oder so, gar nicht so verkehrt. Vielleicht vorher schön Tee machen und dann den Heizkocher, den Gasheizer noch ein bisschen brennen lassen, Steine drauf. Und dann gibt es abends so, kurz bevor man schlafen geht, noch mal ein bisschen Wärme ab. Man kann das Teil dann einfach auf dem Gaskocher stehen lassen, falls ihr euch fragt, wo räume ich das hin. Oder dann danach auch in die Spüle, kommt natürlich auf die Größe eurer Spüle an. Aber ja. War jetzt auch nicht so unfassbar schwer, das Teil zu bauen. Gekostet hat das, glaube ich, mit allem drum und dran 16 Euro im Baumarkt. Ich werde das mit den Schamottsteinen mal weiter testen und wenn sich da irgendwie mein Eindruck verändert, sage ich euch Bescheid. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wenn ihr Erfahrungen mit den Schamottsteinen habt, ob ihr die nutzt und wenn ja, warum, wie das für euch funktioniert und wenn ihr die aussortiert habt, warum. Vielleicht habe ich den Nachteil noch nicht entdeckt. Wenn ihr den Gaskocher betreibt, gilt natürlich generell das gleiche wie beim Tee- und Kaffeekochen. Ihr müsst für Belüftung sorgen, ne? Also nicht alle Klappen zu und dann hier den Gasheizer laufen lassen. Macht das erst, wenn die Steine heiß sind und dann Gaskocher aus und dann klappt zu. Die nächste Möglichkeit sind Gasheizungen. Es gibt so ganz kleine Gasheizer, die werden mit diesen ganz kleinen 250er Kartuschen betrieben. Gibt es ab 30 Euro. Das Problem bei denen ist, wird immer wieder bemängelt, die Verarbeitung. Und ich sehe ständig Videos, wo Flammen da übergreifen, das Material ankokelt und also irgendwie stelle ich mir das nicht entspannt vor, die Sonneteile irgendwie im Minicamper zu verwenden. Außerdem sind die allermeisten davon auch gar nicht für Innenräume geeignet. Gilt auch natürlich wieder hier, muss sehr, sehr gut belüftet sein. Und es wird mich einfach stressen, wenn ich weiß, das Zeug, da könnte irgendwie die Flamme überspringen. Und nee. Wenn ihr irgendwelche Teile kennt, die günstig sind, wo aber auch die Zulassung für den Innenraum gegeben ist oder die noch Zusatzfeatures wie Sauerstoffwarner, Kippschutz oder sowas haben, das haben die meistens alle nicht, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich habe aber eine Gasheizung gefunden, die das alles hat. Sauerstoffwarner, Kippschutz und die ist auch für Innenräume zugelassen. Also natürlich müsst ihr trotzdem für Belüftung sorgen, aber ja, es ist offiziell zugelassen vom Hersteller. Und zwar Mr. Heater Buddy. Irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat mir auf Instagram geschrieben, dass sie überlegt, sich sowas zu holen. Und ich habe sehr, sehr lange recherchiert und geguckt, welche Heizmöglichkeiten es in dem Gasheizungsbereich gibt. Und es war wirklich die einzige, die ich gefunden habe, die Sicherheitsfeatures erfüllt. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich teste sie. Ich sehe jetzt schon die Kommentare vor mir, weil ich jetzt hier Sachen mit Gas im Auto benutze, dass man da auf jeden Fall einen Gaswarner zu benutzen sollte, zusätzlich, um gegebenenfalls, wenn irgendwie der Kohlenmonoxidwert zu hoch steigt oder so, dass man dann, dass der Alarm auslöst. Apropos Kommentare, ich möchte mich einmal dafür bedanken, dass ihr wirklich immer, fast immer, einfach nur coole, hilfreiche, freundliche Kommentare schreibt. Vielen Dank für die nette Atmosphäre immer in der Kommentarspalte. Ja, Gaswarner ist auf jeden Fall das Nächste, was ich mir anschaffen werde, denn ich habe vor, die Dinger jetzt über den Winter länger zu benutzen. Die Dinger werden in den USA hergestellt und sind da auch deutlich günstiger. Ich sage gleich was zu den Preisen. Es gibt 3 Varianten. Es gibt so einen Portable Buddy, es gibt den mittleren und den großen. Der mittlere, den ich geholt habe, der ist für Räume oder der ist mit einer Heizleistung von 1,2 bis 2 kW. Also ist auf jeden Fall unter den Standheizungen. Das fand ich schon mal gut. Und bei den ganz kleinen Portable Buddies ist der Nachteil, die sind zwar schmaler, aber höher. Und wenn ihr das irgendwie im Minicamper benutzen wollt, wenn ihr das irgendwo auf eine Oberfläche oder so stellen wollt, ist natürlich schnell die Decke im Weg. Wenn ihr das hier auf den Boden stellen wollt, könnt ihr vielleicht ja nicht mehr so gut hantieren und so. Außerdem ist die Standfläche bei dem auch relativ klein. Das heißt, nach oben hin viel Gewicht kann eher umkippen. Da war mir diese Variante ein bisschen sympathischer. Also die Dinger funktionieren mit Gaskartuschen, den 470ern. Mit Schraubgewinde. Darauf müsst ihr achten, nicht die Dinger zum Einstechen nehmen. Und dann gibt es hier einen Adapter für die Seite. Ganz praktisch hat der Hersteller das gebaut. Der Hersteller sitzt übrigens in den USA, deswegen sind die da auch viel günstiger als hier.
Gewinn hat zwei Seiten. Ich vertue mich immer, welche da dran muss, aber das mit dem Gewinn ist es eigentlich klar. Aber ein bisschen Verwirrung muss sein, sonst kann man sich auch persönlich nicht so damit identifizieren, wenn immer alles perfekt ist. Und jetzt kommt die Gaskartusche hier dran. Ich habe die schon mal mehrfach dran und abgemacht und dann kommt da halt Gas raus, das ist beim ersten Mal nicht passiert. Also ich weiß nicht warum, aber mir macht Gas wirklich Angst. Ich habe da Respekt vor. Nicht mehr so viel wie früher, aber... Bonustipp für den Winter. Flüssiggas verdampft schlechter, je kälter es wird. Also die normalen handelsüblichen Gaskartuschen halten deswegen meist nur bis so um die 5 Grad und dann hat man Probleme damit. Es gibt aber extra Wintergas. Da ist dann so ein Vapormesh irgendwie eingebracht, dass sich da die Oberfläche vergrößert und dann funktioniert es besser. Damit kommt ihr auf jeden Fall bis Temperaturen bis minus 22 Grad. Einfach nach Wintergas googeln. Ich glaube, Primus ist eine Firma, die sowas herstellt. Und dann haben wir hier in der Mitte eine Keramikplatte. Hier oben ein schönes Schutzgitter, das hier oben heiß wird, also aufpassen. Aber die haben das ganz geil gelöst. Der Henkel geht nämlich nicht bis nach vorne, der stoppt hier. Und wenn man es trägt und so, kann man sich nicht automatisch aus Versehen die Pfoten da dran verbrennen. Und was mir aufgefallen ist, die haben hier hinten so Aufhängungen angebracht. Ich weiß nicht, ob man sich das dann auch in die Lagerhalle, in die Werkstatt an die Wand hängen kann. Finde ich eigentlich eine witzige Idee. Ich habe kurz überlegt, ob ich in die Karosserie bohre, um mir die Heizung aufzuhängen. Hier oben habt ihr einen Drehregler. Der gibt es einmal aus, einmal den Pilot. Ich weiß nicht, das Pilot heißt es in der Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung ist auch richtig dick, also falls ihr mal eine gute Nachtlektüre braucht. Aber mit Gas, ne, ist nicht zu spaßen. Lieber alle Sicherheitshinweise lesen. Habe ich natürlich gemacht. Dann gibt es hier kleine Flamme, große Flamme. Bei der Zündung hat es ein bisschen gedauert. Das stand aber auch in der Gebrauchsanleitung, dass man da gegebenenfalls ein bisschen länger draufhalten muss, den Knopf runterhalten muss. Ich zeige euch das jetzt einmal und wir gucken mal, wie lange es dauert. Beim ersten Mal hat es auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Das heißt nicht, das Ding ist kaputt, sondern ja, was auch immer das dann heißt. So, wir drehen jetzt mal hier auf den Piloten und dann zum Drehen muss man es runterdrücken. Ja, und jetzt zündet es wieder nicht. Und dann sagen die, soll man 30 Sekunden runterdrücken und dann loslassen. Glaube ich. Vielleicht sollte ich die Gebrauchsanleitung noch mal lesen. Aha, ja. Man muss halt ein bisschen runterdrücken und dann irgendwann ganz runter bis zur Zündung. Aber hier weht ja jetzt auch Wind. Von daher, ich gehe mal weiter in das Auto rein, damit dann im entscheidenden Moment auch die ganze Karre Feuer fangen kann. So, jetzt brennt es. Jetzt bin ich immer noch auf dem Pilotknopf. Und jetzt gehe ich mal auf kleine Flamme. Dafür drücke ich auch wieder runter und dann... So, das ist jetzt die kleine Flamme. Heizt aber schon ordentlich. Und dann fängt die Keramikplatte auch irgendwann an zu glühen, außer so ein kleiner Außenbereich. Das ist normal und es kann auch sein, dass sich die verfärbt, auch als normal. Und jetzt können wir heizen. Oh, oder auch nicht. Wieso ist die jetzt ausgegangen? Ach, Kippschutz. Ich habe das Teil gekippt, aber ist gut, ne? Also... Hätte ich nicht gedacht, nur so eine kleine Bewegung nach vorne und schon geht das Ding aus. Das heißt, wenn ihr so tollpatschig seid wie ich, fahrt ihr mit dem Ding auf jeden Fall sicherer. Hey, die sind immer noch schweineheiß. Ha! Richtig gut. Jetzt zischt es bestimmt. Also das Teil dürft ihr natürlich nicht über Nacht brennen lassen. Ihr braucht halt ein bisschen Sauerstoffzufuhr. Wenn ihr da eine Gasflamme habt, dann verbrennt das Gas. Also die Flamme verbrennt halt den Sauerstoff und deswegen immer ein bisschen Luft soll reinkommen. Aber für morgens direkt nach dem Aufwachen kann ich mir das gut vorstellen, um einmal das Auto auf Temperatur zu heizen und dann abends kurz vorm Schlafen gehen oder wenn man vom Wandern reinkommt, nasse Klamotten hat, einmal richtig schön das Ding anfeuern. Und dabei irgendwie Tür auf, Fenster auf oder so und dann hier schön warm machen und dann das Ding wieder ausmachen und dann auf die anderen Heizmöglichkeiten über Nacht zurückgreifen. Zu kaufen gibt es die Dinger hier für, das günstigste, was ich gesehen habe, war, ich sage jetzt mal von seriösen Händlern, ne? Bitte darauf achten, es gibt da so ein paar Shops, die das auch für günstiger verkaufen. Dann habt ihr da 4 bis 6 Wochen Wartezeit, obwohl da 2-3 Tage Lieferzeit angegeben sind. Ich habe es jetzt bei Fritz Berger vor Ort geholt. Kriegt ihr aber auch im Campingbedarf bei Camping Wagner oder so. Ihr könnt es auch über Amazon, glaube ich, bestellen. Preis liegt so ungefähr bei 159 Euro. Das ist zumindest das, wofür ich das geholt habe, ist aktuell da reduziert. Und in den USA kostet es nur 87 Dollar, das sind 74 Euro. Und mit einer Gaskartusche kommt ihr 6 Stunden hin ungefähr.
Außerdem misst das Teil die Sauerstoffkonzentration. Das heißt, wenn jetzt zu wenig Sauerstoff im Raum vorhanden ist, würde es auch einfach ausgehen. Ich war sehr, sehr skeptisch, ob dieses Ding taugt und ob es das Geld auch wert ist. Aber ich würde sagen, im Verhältnis zu den Kosten für eine Standheizung, im Abgleich mit den Bedingungen und Optionen, die ich da hier mit meinem Minicamper habe, ich bin überrascht, es funktioniert gut für die Einsatzzwecke abends oder halt nach dem Wandern und dann morgens nochmal aufwärmen. Ich würde sagen, das testen wir jetzt mal hier über längere Zeit, aber mein erster Eindruck so vom Einsatz, die Heizleistung ist super, selbst auf der kleinsten Flamme. Auto ist schön warm, ich habe es hier gerade gemütlich, Henning friert, also alles gut. Wenn ihr das Video zu den Heizmöglichkeiten sinnvoll und irgendwie hilfreich fandet, gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, dann wissen wir nämlich Bescheid, ob das so war. Und falls für euch die Saison auch nach dem Sommer nicht endet und ihr weiter mit eurem Camper unterwegs seid, würde mich immer interessieren, wie heizt ihr denn? Habt ihr eine Standheizung? Was für einen Wagen habt ihr? Wie sind da eure Erfahrungen? Oder habt ihr alternative Heizmöglichkeiten, mit denen ihr zufrieden seid? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns hier sehr gerne nächste Woche wieder.